Haben Sie nicht einmal einen Gast, der uns ebenbürtig ist? Majestät, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der Majestät an Geist und Anmut nahe kommt. Das haben Sie aber jetzt schön gesagt. Und jedes Wort genau so gemeint. Ja, aber warum müssen Sie das jetzt extra betonen? Majestät, ich wollte nur andeuten, dass es wahrscheinlich für Majestät mühsam ist, so viel Geist und Anmut zu verbreiten? Mühsam? Meinen Sie, dass wir das jetzt nicht schaffen? Oder was? Was meinen Sie jetzt mit mühsam? Das ist eine Menge Arbeit, dass wir so anmutig sind und diesen Körper, wissen Sie, diesen Körper, das ist ja in seiner Erhaltung. Und schauen Sie mal, wie von da bis dort, das ist ja ein Körper, verstehen Sie? Nicht so wie bei Ihnen. Schauen Sie, wie der bewegt wird, der Körper. Und was er dann insgesamt bewegt, nicht? Ist es nicht bewegend für Sie? Sehr bewegend, Majestät. Na? Also haben Sie jetzt einen Gast, der uns Dings ebenbürtig oder... Majestät, auf jeden Fall jemanden, der dieser Unterhaltung gewachsen ist. Ich bin es nämlich nicht. Die Prinzessin zu sein Wittgenstein, auch bekannt als Suni Melles. Das da ist ein Pinguin, der in den Fürstenstand erhoben worden ist. Das versteht er nicht. Husch. Hat sie auch so Personal? Nein. Nein? Sie kann sich glücklich schätzen. Die müssen wir durchfüttern, wurscht was ist, gell? Weil sonst ruft der Tierschutzverein an. Wir sind sehr geehrt, dass Sie da sind. Ich bin geehrt, Majestät. Wir freuen uns wahnsinnig. Ne? Eine so großartige Schauspielerin. Will sie was trinken? Hm? Ja. Glas Champagner vielleicht? Kein Alkohol. Was? Alles andere aber schon. Ja, aber das Wasser hat der Stippschitz mitgenommen. Was anderes vielleicht? Ein Joint? Oder? Nein, nein, ich bin genug high jetzt. Wovon? Schneckengruß oder was? Ja. Wir haben den Schneckengruß noch gar nicht gemacht, aber wenn Sie ja? will. Schneckengruß. Ja. Ah, Sie meint mit High Heels vielleicht diese High Heels. Sie ist eine großartige Schauspielerin. Wir sind ein riesengroßer Verehrer. Ja? Seifenstein, hat die Tonbildstelle da irgendwas, was sie gemacht hat? Also wohl, Majestät, Frau Melles hat unter anderem von 1990 bis 1993 bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft gegeben. Hofbildstelle, bitte. Das war der Helmut Lohner. Ja, ey, wunderbar. Ja, hat er ja da den Unterkiefer gebrochen? Ja. Also es war so ein Hollywood-Kuss. Ein Hollywood-Kuss? Mhm. Also, das war wie 3 Jahre lang? 3 Jahre lang? Respekt, mhm. Respekt. Mhm. Sie spielt ja nicht nur in Salzburg, sie spielt ja auch in Wien. Mhm. An der Burg. Was spielt sie da konkret? Was im Augenblick? Im Augenblick habe ich Shakespeare-Sonetten. Shakespeare, was zum Beispiel? Not from the stars do I my judgment pluck, and yet me think
I Have Astronomy. Das sind so Sonetten von ihm, die wir aber dann singen. Na, wir reden auch so gern Französisch. Das ist so eine schöne Sprache. Ah oui. Alors on parle français maintenant, hein? Je parle français, ah oui. Natürlich. okay. Aber auch andere Sprachen. Nein, Ihre Majestät. Eure Majestät. Sie ist eine Fürstin, Sie sollte es wissen. Ich bin Prinzessin, eine nicht Fürstin. Fürstin ist immer das Erste. Gibt es so die Schwiegermama, gell? Ja, die Schwiegermama, die Kaiserin Maria Theresia, ist die Urgroßmutter von ihr. Und trotzdem ist was geworden aus ihr, gell? Das ist immer, gell? Klar, das ist schon toll. Ja. Und der Erzherzog Johann von Österreich ist der Urgroßvater meiner Kinder. Da bin ich selber stolz drauf. Selbstverständlich, das erinnert uns was. Bring uns bitte endlich diesen zum Urmacher. Bitte. Die Uhr tickt nicht mehr richtig. Im Gegensatz zu ihr. Aber meine geht nach wie vor. Wirklich? Was ist das für eine? Wie viel ist das? Nach wie vor, wie viel ist das bei uns? Ist das? Ich vermute, das ist so Viertel vor halb, Majestät. Wir haben eine Uhr, die nach und vor auch gleichzeitig. Ist das nicht eine Uhr, die pünktlich geht? Ja. Nach wie vor, ne? Sie geht nach wie vor, ja. Wortspiel. Na, das... Das kann das Volk nicht verstehen, es ist nur unter uns Blaublütern. Ja, das ist lustig, sagt er. Eine Burgschauspielerin, wir haben schon richtig Angst gehabt, weil die Burgschauspielerinnen sind ja normalerweise ein bisschen... Wie? Das ist ein Ding, ne? Was für ein Ding? Nicht Ding, es ist ein Ding, nicht? Okay, okay. Und manchmal auch ein Dong, ne? Nicht? Ja. Oder ist es ist ein Gerücht? Dass Sie Ding sind? Ja. Ich hab kein Ding. Das sehen wir, sie hat ja auch keinen Bart. Wir sind so ein Fan von ihr. Wir lieben ihre Arbeit. Wie war das von Thomas Bernhard, was sie da gespielt hat, Seifenstein? Wir waren so begeistert. Frau Meines Begeisterte an der Burg, unter anderem in Thomas Bernhards Der Ignorant und der Wahnsinnige, wo sie die Königin der Nacht gab. Ja, also eine Wahnsinnsfrisur. Hat sie sich das färben lassen oder wie war das damals? Oder war das... Ich hatte vorher eine Perücke und dann musste ich sie wegtun. Ich habe da Königin der Nacht gesungen. Nicht gesungen weg. Haben Sie auch? Ja. Sie kann singen auch? Na ja, nicht professionell. Was? Majestät, nicht professionell. Haben wir da vielleicht eine Aufnahme, wie Sie sehen? Sehr wohl, Majestät. Und Prinzessin wurde von einem der Größten, der Allergrößten begleitet. Hofbittstelle, bitte. Das war so was Schönes haben wir schon lange nicht mehr gehört. Majestät. Nein, ernsthaft? Wir sind begeistert. Wir sind ja selber Musiker, wir singen selber gerne. Mhm. Ein kleines Beispiel vielleicht. Ne? Wissen Sie, warum das Volk so begeistert ist?
die können diese Zwischentöne, die wir Blaublütigen haben, die kennen die gar nicht. Die haben die gar nicht. Dem Domingo hat das auch richtig gut gefallen. Deswegen hat er sich auch an den Hals gegriffen, weil er vergriffen, weil er schlucken hat müssen. Vollkommen korrekt, Majestät. Herr Domingo war derart hingerissen, dass er gleich am nächsten Tag so aussah. Ja, ja, wie ein reifer Mann. Uns geht's auch schon. Also bei diesem Thomas Bernhard-Stück, das wir vorhin angesprochen haben, das ist zu einem Skandal gekommen. Ein Skandal war ja das, ne? Ja, in Salzburg. Ja, was war denn das? Was ist da passiert, Seifenstein? Majestät, bei der Premiere 1972 wollte der Regisseur Klaus Peymann, dass am Ende des Stückes vollkommene Dunkelheit herrscht. Das wurde aber durch die gesetzlichen Bestimmungen vereitelt, weil die Notausgänge beleuchtet bleiben mussten. Schau, gut, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, ja, ne? Heute ist das lächerlich. Seifenstein? Majestät! Lass uns finster machen. Majestät? Na was? Das ist im österreichischen Fernsehen undenkbar. Was ist undenkbar? Lass uns finster machen, Seifenstein. Aber Majestät, auch für uns gelten dieselben Sicherheitsbestimmungen. Pfeif auf die Sicherheitsbestimmungen. Lass uns finster machen. Wir wollen wissen, wie es sich anfühlt, im Radio zu sein. Also, was soll da schiefgehen? Wenn es finster ist und es fängt an zu brennen, sieht man es ja. So betrachtet, Majestät, Hoflichtstelle, bitte. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ah. Ah, ist das schön. Seifenstein, du gibst die Hand von unseren Oberschenkel weg. Aber Majestät, das bin doch nicht ich. Melis. Schau, mit Rüschen ist das Seil. Majestät, das bin jetzt ich. Seifenstein. Majestät. Wenn man jetzt nichts sieht, kostet es jetzt dem ORF weniger? Selbstverständlich, Majestät. Wir sparen momentan Tausende an Euros ein. Man könnte mittelfristig die ganze Kameratechnik, vielleicht sogar die ganze ORF-Geschäftsführung einsparen. Ja, dann raunst du wieder der Brave. Na, lass uns lieber wieder Licht machen, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät, Hof Lichtstelle. Alles so wie vorher? Alles sitzt, ja. Spitzenqualität. Ja. Schauspielerin, sehr schnell im Ausziehen, sehr schnell im Anziehen. Sie sind auch eine schöne Aussicht. Wir verstehen uns, ja, gell? Sei verstanden? Versteht. Ich glaube, die halten wir uns. Ja, also elegant, ja, blaublütig, eine Prinzessin, Paradeösterreicherin. Und verheiratet, Majestät. Was? Leider. Nein? Ja. Majestät. Na? Also es war eine riesengroße Ehre, dass Sie Danke. Da waren bei uns. Mir Wir auch. Haben uns wahnsinnig gefreut. Ja? Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein. Ja? Aber dann muss Majestät auch mal ein bisschen ein Frosch sein. Was? Bring me down, cannot think. Bring me down, your love is too high.